Hallo Leute, hier ist Florence Keto World und heute widmen wir uns den Keto FAQs, Frequently Asked Questions, die häufigsten Fragen, die man immer bekommt, wenn Leute anfangen, sich ketogen zu ernähren oder auch schon länger dabei sind. Es gibt immer mal so ein paar Fragen, die regelmäßig aufkommen und die mir auch häufiger gestellt werden und da möchte ich heute einfach mal hier dieses Video machen, um euch alle auf diese Fragen zu antworten, damit wir da alle super aufgestellt sind, wenn es ums Thema Keto geht. Und ich würde sagen, wir fangen schon mal direkt an mit dem Thema Keto und Schwangerschaft beziehungsweise Intervallfasten und Schwangerschaft. Lässt sich das vereinbaren? Ist es möglich? Prinzipiell spricht nichts dagegen. Es ist jedoch da sehr, sehr wichtig, dass man trotzdem drei Mahlzeiten isst. Also man kann intermittierendes Fasten in der Schwangerschaft und auch beim Stillen machen. Allerdings sollte man schauen, dass man trotzdem drei Mahlzeiten hat, dass man genug Fette zu sich nimmt und auch genug Gemüse isst. Aber nichtsdestotrotz ist es relativ unbedenklich, in der Schwangerschaft Keto zu machen. Es ist allerdings immer auch sehr, sehr wichtig, an der Stelle mit eurem behandelnden Arzt zu sprechen, mit eurer Frauenärztin, was sie dazu sagt und ob ihr in irgendeiner Weise, wenn ihr jetzt eine bestimmte Schwangerschaft durchlauft, wenn ihr irgendwelche Risiken habt oder sonst was, dass ihr das auf jeden Fall abgeklärt habt. Eine gesunde Schwangerschaft spricht allerdings nichts dagegen, Keto und Intervallfasten auch weiterzuführen, allerdings darauf achten, dass ihr dreimal am Tag isst. Das Gleiche gilt nämlich auch fürs Stillen. Es verhält sich genauso wie mit der Schwangerschaft. Frage Nummer zwei, die immer aufkommt, ist das Thema Ketone. Ketonkörper im Blut. Man macht jetzt eine Weile Keto, aber irgendwann stellt man fest, ich habe ja echt fast keine Ketonkörper im Blut, aber ich mache doch alles richtig. Ich esse kaum Kohlenhydrate, ich esse genug Fett, genug Gemüse. Ich mache vielleicht sogar Intervallfasten und alles richtig, aber irgendwie habe ich keine Ketonkörper im Blut oder meine Werte sind nicht so hoch wie am Anfang. Das ist völlig normal, weil im Laufe der Zeit, wenn ihr anfangt, euch Keto zu adaptieren, dann ist es so, dass der Körper einfach die Ketonkörper, die ihr produziert, viel effizienter verwerten kann. Entsprechend habt ihr weniger Ketonkörper verfügbar oder weniger Ketonkörper im Blut nachweisbar, die sind ja verfügbar, weil sie eben vom Körper verwendet werden und da als Energiequelle herangezogen werden. Wenn ihr also merkt, ihr seid jetzt längere Zeit in der Ketose und mit Keto-Ernährung drin, dann ist es so völlig normal, dass die Werte dann nicht mehr ganz so hoch sind oder ein bisschen niedriger sind, nur noch eine leichte Ketose da ist, aber das bedeutet einfach nur, dass der Körper, die Ketonkörper super gut verwertet. Dann ist die Frage, kann ich Keto und intermittierendes Fasten über einen längeren Zeitraum überhaupt machen? Das ist immer die Frage, die allen irgendwie in den Kopf kommt, Keto, das ist ja vielleicht nichts Dauerhaftes. Also prinzipiell ja, es ist kein Sprint, sondern Marathon. Also für die besten Ergebnisse ist es einfach ein Langzeit-Lifestyle, nicht eine Kurzzeit-Diät. Und das bedeutet, man muss, man kann das ruhig auch über einen längeren Zeitraum machen, weil letztendlich Kohlenhydrate, braucht der Körper eigentlich gar nicht. Er kann die Glucose auch selber aus Proteinen und Fetten herstellen, wenn er sie braucht. Von daher muss man ihm gar keine Kohlenhydrate zuführen. Und je länger ihr das macht, desto keto-adaptierter werdet ihr. Das heißt, wenn ihr dann auch mal irgendwie Kohlenhydrate esst, dann ist das gar kein Problem. Dann kommt ihr relativ schnell wieder in Ketose. Nächste Frage, die immer wieder häufiger kommt, ist, da sind denn Nüsse bei Keto erlaubt? Und tatsächlich ist es so, Nüsse, ja, sind erlaubt. Nüsse, das sind gute pflanzliche Fette, vor allem hier auf die fetteren Nüsse setzen, also Walnüsse, Pekannüsse, Macadamianüsse, Mandeln in Maßen, Cashewnüsse, auch eher selten, genauso wie Erdnüsse, wo Erdnüsse ja eigentlich gar keine Nüsse, sondern eine Hülsenfrucht, das sagt sie dann schon. Deswegen Erdnüsse bei ketogenen Ernährung lieber mehr meiden oder sehr selten. Aber Nüsse sind auch ein tolles Tool, um aufgrund der Fette, die sie enthalten, sich über einen längeren Zeitraum satt zu fühlen. Also Nüsse würde ich auf jeden Fall integrieren. Wer am Anfang vom intermittierenden Fasten ist und es noch nicht ganz schafft, drei oder zwei Mahlzeiten zu essen, der kann auch erstmal so als Snack eine Handvoll Nüsse einfach mal essen, um die Zeit zu überbrücken. Dennoch sind sie aber auch ein super Faktor, ein super Fett, super Fettquelle in den Gerichten, um eben zwischen den Mahlzeiten dieses Zeitfenster, das Fastenfenster durchzustehen. Also Nüsse, ja, vor allem Walnüsse, Pekannüsse und Macadamianüsse. Die nächste Frage, wie ist das mit Bulletproof Coffee? Bulletproof Coffee ist das Keto-Getränk schlechthin in der Keto-Community. Ganz, ganz groß, wird super gehypt. Es gibt alle möglichen Varianten. Und ja, ich habe es auch schon probiert und ich muss sagen, ich finde es ober lecker. Besteht aus einer Tasse Kaffee, MCT-Öl und Butter und ist das Keto-Booster-Frühstück schlechthin. Also es bringt dich tatsächlich in Ketose, es kann die Ketose fördern durch die Fette, es hält dich sehr, sehr lange satt, also für Leute, die ein schnelles Frühstück brauchen oder eben einfach, um mit richtig guter Ketose in den Tag zu starten, ist Bulletproof Coffee sehr, sehr geeignet. Also ja, es ist in der ketogenen Ernährung möglich. Man muss aber auch wieder unterscheiden, was die Ziele der ketogenen Ernährung bei jeder individuellen Person sind. Wenn es ums Thema Abnehmen geht und wenn die Person eh schon einen langsamen Stoffwechsel hat und viele Diäten hinter sich,
Die sollte mit dem Fett auf jeden Fall aufpassen. Und da kann es nämlich sein, dass dann der Bulletproof-Kaffee, weil der ja auch Fett enthält, einfach zu viel Fett noch ist, sodass der Körper dann nicht die körpereigenen Fettreserven angreift, weil er nur das nahrungsinduzierte Fett eben zur Bildung von Ketonkörpern herbeizieht. Aber wir wollen ja erreichen, dass quasi die Ketose aus den körpereigenen Fetten, die Ketonkörper aus den körpereigenen Fetten gebildet werden. Da kann der Bulletproof-Coffee bei in manchen, je nachdem wie viel Fett ihr sonst esst, tatsächlich ein bisschen das Maß sprengen und dann einfach zu viel Fett sein. Aber nichtsdestotrotz für den Keto-Start, für alle, die sagen, hey, ich möchte gern irgendwie länger satt bleiben mit dem Frühstück, ist der Keto, der Bulletproof-Coffee eine ganz, ganz gute Wahl. Im Laufe der Zeit, wenn man merkt, man stagniert, dann kann man natürlich auch einfach den Bulletproof-Coffee weglassen. Alkohol, ganz klares No-Go bei der ketogenen Ernährung. Wenn du wirklich was erreichen willst und wirklich deine Ziele mit der ketogenen Ernährung erreichen willst, dann solltest du wirklich auf Alkohol verzichten. Alkohol ist purer Zucker. Auch diese vermeintlich Low-Carb-Alkoholgetränke wie Wodka oder Gin, das hat alles gar nichts mal mit dem Kohlenhydratgehalt zu tun. Das hat einfach damit zu tun, dass Alkohol ist sehr, sehr belastend für die Leber. Also das greift die Leber an, egal welche Art von Alkohol. Von daher ist das auf jeden Fall nicht zu empfehlen, wenn du sagst, du bist auf dem Weg zu einem gesunden Körper, du willst deine Leber entgiften, du willst deinem Körper Gutes tun, da ist Alkohol ein absolutes No-Go. Und von daher solltest du auf jeden Fall auf Alkohol verzichten. Viele Sportler nehmen BCAAs, das sind Aminosäuren oder Aminosäuren, ja, Pulver, die einfach dadurch dienen, einfach die Muskeln zu erhalten und halt auch helfen, die Proteine besser einzulagern. Aminosäuren sind völlig bedenklos. Aminosäuren aufgrund dieser geringen Kalorienzahl, die sie tatsächlich haben, ist es gar kein Problem, die einzunehmen. Also könnt ihr weiterhin nehmen. Wichtig ist nur, die mit der Mahlzeit zu nehmen, weil sie auch eine geringfügige Insulinausschüttung triggern. Entsprechend BCAAs oder irgendwelche Aminosäuren, essentielle Aminosäuren immer mit dem Essen mit einnehmen. Dann sind sie jedoch unbedenklich und ihr könnt sie weiterhin nehmen. Zu empfehlen sind auch exogene Ketone, wenn ihr jetzt das Thema Muskelschutz vor allem habt als Sportler und weil die bieten auch einen enorm guten Muskelschutz und die könnt ihr auch eben in den Fastenzeiten nehmen, weil sie das Fasten und die Autophagie nicht unterbrechen, Aminosäuren jedoch schon. Das allumstrittene Thema Milchprodukte. Milchprodukte sind super, Milchprodukte helfen schnell irgendwie die Fette zu erreichen und für viele Vegetarier sind sie eine super Alternative zu Fleisch oder Fisch. Milchprodukte sind auch eigentlich völlig bedenklos, da ist allerdings sehr, sehr wichtig, dass die Qualität stimmt. Also konventionelle Milchprodukte, die es so im Handel gibt, diese billigen Milchprodukte, davon würde ich abraten. Es soll wirklich Bio-Weidehaltung sein, also bei Käse, Joghurt, Milch würde ich auch eher auf Mandelmilch gehen und dann auch wirklich die Vollfett-Varianten wählen. Also bei Milchprodukten immer Vollfett, Bio, Weidehaltung und dann macht ihr nichts verkehrt. Sour Cream oder Sahne, das ist alles erlaubt. Ein Schuss Sahne im Kaffee ist sehr, sehr gut, aber wirklich hier sollte euch eure Gesundheit wirklich wichtig sein. Milchprodukte sind nur wirklich zu empfehlen, wenn man sagt, man kauft Bio und Weidehaltung. Dann sind Milchprodukte überhaupt kein Problem. Viele sagen sich auch, boah, aber zu viel Käse schmeißt mich doch aus der Ketose. Ja, das kann tatsächlich passieren. Zu viel Käse kann ich aus der Ketose schmeißen. Ich habe selber schon erlebt. Aber es muss dann einfach das rechtliche Verhältnis stimmen. Also du solltest jetzt nicht den ganzen Käse auf einmal essen, aber halt einfach schauen, dass du sonst auch genug Fettquellen hast, genug Gemüse und dann ist Käse auch völlig unbedenklich. So, ihr Lieben, das waren die FAQs, die ich immer gestellt bekomme, wenn es ums Thema ketogene Ernährung geht. Wenn du noch eine ganz spezifische Frage hast, die hier in dem Video nicht abgedeckt ist, dann schreib sie mir gerne in die Kommentare und ich antworte dir persönlich darauf. Wenn dir das Video gefallen hat, dann schick mir doch einen Daumen hoch oder ein kleines Herzchen. Ich freue mich darüber und abonniere auch den Kanal. Ich habe hier nicht nur irgendwelche Wissensvideos, sondern ich habe auch alle möglichen Rezept- und Kochvideos mit ganz, ganz feinen vegetarischen Keto-Rezepten aus Florence's Keto World. Also alles vegetarisch, einfach, schnell und natürlich super lecker mit wenigen Zutaten. Also schau auch gerne da die anderen Videos an. Und ansonsten hoffe ich, dass deine Fragen hiermit zunächst geklärt sind. Ansonsten melde dich gerne bei mir und ich beantworte deine Fragen. Ich wünsche dir was. Bis bald.